So, guten Morgen. Es ist Freitag, nein, so ein scheiß Sonntag, der 28. September, kurz vor 9. Bin gerade aufgestanden in meiner neuen Wohnung in Kiel, weil ich hier studieren werde. So, ich hatte eigentlich geplant, dass ich jetzt schon richtig krass shredded bin. Es sieht auch schon ganz gut aus, aber da muss noch ein ganzes Stückchen und deswegen werde ich gleich direkt trainieren gehen und erstmal richtig krass Cardio machen. Zum Frühstück gibt es hier erstmal nicht viel. Ich mache ja immer noch Warrior Diet. Also einfach nur, weiß nicht, ein paar Karotten und einen Apfel. Die Karotten waren noch von gestern übrig geblieben. Ich schätze mal, das sind so 250 Gramm. Das macht jetzt bei Karotten auch keinen großen Unterschied. Ich habe nämlich leider noch keine Waage. Das werde ich mir auch erstmal eine der ersten Dinge, die ich mir Montag kaufen werde. Und ja, dann sehen wir uns später wieder. So, heute standen bei den Training Squats auf dem Programm 8 Wiederholungen mit 60%. Das wären dann 95 Kilo gewesen. In Kiel haben sie leider hauptsächlich nur 15 Kilo Stangen. Das habe ich jetzt erst nicht bemerkt, deswegen wann habe ich jetzt leider nur mit 90 Kilo meine 8 Wiederholungen gemacht. Hat sich auch ein bisschen leichter gefühlt, war alles irgendwie ein bisschen komisch, die Stange ist ein bisschen kürzer. Aber das habe ich dann leider doch erst danach gemerkt. Hier hat man nochmal einen weiten Winkel, hier sieht man, ich habe noch einen kleinen Buttwink, aber dafür gehe ich schön tief und sonst ist eigentlich alles einigermaßen gerade und super. Also meine Squat-Technik ist echt, eigentlich denke ich, voll in Ordnung. Wie gesagt, der Buttwink noch ein bisschen dran arbeiten, aber sonst komme ich da gut voran. Als nächstes dann entsprechend Bankdrücken, genau das gleiche. 8 Wiederholungen, 60%. Hier sind es dann 72 Kilo. Das ist diesmal korrekt. Das habe ich mit eingerechnet, dass es nur eine 50 Kilo Stange ist. Und da finde ich auch meine Technik, komme ich richtig gut mit klar. Spüre ich richtig gut, ist angenehm für die Gelenke und so weiter. Und freue mich, dass ich da bald Kraftsteigerung haben kann. So, in diesem Clip seht ihr, wie ich mein Essen zubereite. Eigentlich hatte ich da auch was dazu gesprochen, nur leider war das Mikrofon nicht an. Und deswegen werde ich das hier nochmal überkommentieren. Also ich schneide ja entsprechend einfach nur mein Fleisch. 1,1 Kilo Rindfleisch, das gab es Gott sei Dank in so einer großen Portion. Zu einem sehr günstigen Preis. Und dann links noch mein Gemüse. Und ja, im nächsten Clip seht ihr dann nochmal bei MyFitnessPal, was ich alles gegessen habe und auf wie viele Kalorien das am Ende rauskam. So sieht's aus, das habe ich heute gegessen. 250 Gramm Karotte, 240 Gramm Apfel, 1,1 Kilo Rindfleisch, Tomaten, Kokosfett, Paprika, Karotten. Das summiert sich auf 1800 Kalorien. Und wenn ich dann sozusagen sage, ich habe mit meinem normalen Krafttraining 3500, einen Verbrauch von etwa 3500, mache dann noch hier Cardio, 800 Kalorien, dann komme ich auf ein Defizit von insgesamt 2500 Kalorien. Und das ist ganz schön krass, aber ich versuche jetzt erstmal die nächsten Tage durchzuhalten, bis ich richtig shredded bin.